willkommen zu einem neuen Kochvideo. Nudeln in einem One-Pot-Gericht, das ist wirklich eine super Kombination. Und ich mache heute eine Spicy Mexican Style Variante. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Als Eiweißeinlage benutze ich heute Sojagranulat und ich finde das nicht nur lecker, sondern auch mega praktisch. Erstens kostet mich dieser 500 Gramm Beutel gerade mal so 3 bis 4 Euro und ich brauche heute zum Beispiel nur 75 Gramm. Das genaue Rezept schreibe ich euch auch unter das Video in die Infobox. Das Granulat verdoppelt nämlich sein Volumen beim Einweichen. Zweitens, im Gegensatz zu diesen alternativen Hackprodukten, die es gibt, ist das nur Soja. Also das heißt, da sind keine Stabilisatoren oder Geschmacksverstärker drin, sondern das ist getrocknetes und gepresstes und granuliertes Soja. Und drittens, dadurch, dass es halt ein Trockenprodukt ist, kann man es super lagern. Das ist monatelang haltbar und man kann sich kurzfristig überlegen, ach, jetzt möchte ich gerne so etwas kochen und brauche gerade mal diese 15 Minuten Quelleinweichzeit. Also das Sojagranulat gut mit heißer Brühe bedecken, abdecken und 15 Minuten quellen lassen. Danach schütte ich das in ein Sieb ab und drücke mit dem Löffel nochmal so drauf, dass noch einiges von der Flüssigkeit mit raus kann. Und lasse es dann auch noch abtropfen, weil dann kann ich mich nämlich jetzt erstmal um das Gemüse kümmern. Die Zwiebel in kleine Würfelchen schneiden und die Paprika in mundgerechte Stücke. Bei Mais benutzen wir lieber den Tiefkühlmais anstatt den Dosenmais. Den kann ich nämlich besser portionieren und der schmeckt uns auch besser. Aber natürlich könnt ihr auch Dosenmais für das Rezept nehmen. Die Zwiebeln 2-3 Minuten in heißem Öl glasig anbraten. Den Knoblauch dazugeben, auch nochmal eine Minute mit anbraten. Dann kommt das Sojagranulat dazu und das lasse ich gern so 5-6 Minuten erstmal mit anbraten, bevor ich dann das Tomatenmark dazugebe und das auch nochmal 2-3 Minuten mit anbraten. Dann entstehen nämlich schöne Röstaromen, die dem Gericht nochmal so einen schönen Geschmack verleihen. Ich gebe erst einen Teil der Brühe dazu und dann meine pflanzliche Sahne. Dann kann ich nämlich noch mit dem Rest der Brühe, den ich noch habe, meinen Sahnebehälter ausspülen und so landet alles mit in dem One-Pot-Gericht. Mais und Paprika dazugeben, gut umrühren und dann kann schon mal gewürzt werden. Da wir gerne scharf essen, darf bei uns unsere geliebte Sriracha-Soße nicht fehlen, aber die ist optional, die könnt ihr natürlich auch weglassen. Also Chili, Salz und ich habe noch frischen Rosmarin und Thymian dazu gegeben, aber auch da könnt ihr getrocknete Kräuter nehmen. So, und das alles sollte jetzt so 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln. Und dann müsst ihr mal auf eure Nudeln schauen. Und zwar brauchen die Nudeln in dieser dicken Tomaten-Sahnesoße 5 Minuten länger, als wie auf der Packung draufsteht. Also meine haben 6 Minuten Garzeit, also mit den 5 Minuten drauf brauchten die 11 Minuten. Und also habe ich 11 Minuten, bevor die Garzeit rum ist, meine Nudeln dazu gegeben, umgerührt, dann wieder Deckel drauf und weiter köcheln lassen. Und da zwischendurch wirklich mal schauen, nicht, dass es euch anbrät, weil die Nudeln ja wirklich viel Flüssigkeit saugen. Und vielleicht müsst ihr auch noch mal etwas dazugeben. Zum Schluss noch mal abschmecken, servieren und dann könnt ihr es euch schmecken lassen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch ein paar andere Kochinspirationen möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal.